Hallöchen, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Cold War und im heutigen Video natürlich hier die Neuigkeiten über Saison Nummer 1 mit dem neuen Update, mit den neuen Karten Maul in the Pines, hier gerade im Hintergrund und mit Raid kommt auch noch gerne gleich dran, mit dem Battle Pass neue Operator, neue Waffen und Co. Natürlich wurden auch Waffen gebufft und genervt, ein paar Killstreaks kamen noch mit rein in den Daten, neue Modi wie Requisitenjagd oder natürlich hier Feuergefecht, mit dabei werden dort auch 4 neue Karten mit am Start und vieles weitere mehr. Wenn ihr auf mein Video Bock habt, gerne dranbleiben. Und natürlich wäre noch eine Timeline, wenn ihr hier Battle Pass überspringen wollt. Darüber sprechen wir auch noch gleich ein klein wenig. Denn die neuen Waffen habe ich heute noch nicht frei. Weil ich werde mir den Battle Pass nicht kaufen, würde ich euch auch nicht weiterempfehlen und das Spiel bitte nicht supporten, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, jeder wie er will. Die neuen Waffen Mac-10 und natürlich auch hier die Crosser werden mit am Start. Ein paar weitere wurden auch schon geleakt, wie hier ein Katana, ein Vorschlaghammer und auch hier die Shotgun Striker mit einem etwas anderen Namen. Die könnt ihr dann später freischalten, wären aber momentan noch nicht verfügbar. Und wir gucken mal rein in die wunderbaren Inhalte, die hier reinkamen. Beim Battle Pass könnt ihr unter anderem hier momentan doppelte EP, Embleme, Visitenkarten und vieles weitere mehr freischalten. Einige Inhalte werden frei, ohne wenn man die gekauft hat, und andere bekommt ihr nur mit Geld. Die Mac-10 wäre natürlich mit dabei, eine der neuen Waffen. Die könnt ihr normal freischalten, gleich wie das Sturmgewehr Crosser. Die anderen Inhalte werden gesperrt, der Battle Pass kostet 1300 Call of Duty Punkte. In Call of Duty Modern Warfare haben wir momentan auch den gleichen drin und die Crosser könnt ihr dort auch freischalten. Aber ihr könnt leider momentan nicht in Modern Warfare neue Waffen freischalten. Die wurden anscheinend verschoben, kommen doch nicht rein oder keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, für 1300 Call of Duty Punkte bekommt man hier schon relativ viel im Vergleich mit dem Shop, weil im Shop werden Inhalte für 19 Euro für einen Waffenbauplan und einen Operator. Schon ein bisschen überteuert, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr das wirklich unbedingt supporten wollt und ihr euch hier die Waffen freikaufen wollt, könnt ihr gerne machen, aber ich werde es nicht machen auf jeden Fall. Und ja, ich werde dann mir die Waffen freischalten müssen auf normalen Wege. Ich werde natürlich noch ein Video machen hier mit der Crosser, mit hier der Mac-10 und auch mit anderen Waffen, die dann auch neu reinkommen werden im Nachhinein. Aber ich werde mir die halt wie schon erwähnt freischalten und nicht freikaufen. Ich würde euch allgemein empfehlen, kauft euch den Battle Pass lieber nicht für die paar Euro. Holt euch lieber dafür kleinere Spiele, auch wenn ein paar Waffenbaupläne echt cool wären, wenn ich ehrlich bin. Weil hier die Richterlichkeit wäre auch eine geile Waffe, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, lieber euer Geld ansparen, holt euch lieber coole Spiele, nicht irgendwelche Operator, die ihr einmal verwenden werdet und dann nach ein paar Wochen nie wieder. Na gut, wir gucken mal weiter, wir hätten nämlich hier noch Shop-Inhalte reinbekommen. Die kennt ihr natürlich noch wie in Modern Warfare. Für 14 Euro oder noch mehr bekommt ihr dann hier Waffenbaupläne, Embleme, Operator, Anhänger, Tarnungen und auch vielen weiteren mehr, aber ich finde es echt ein bisschen überteuert, wenn ich ehrlich bin. Und ja, Anime-Paket hätten wir leider noch nicht drin. Tut mir leid für jeden Otaku und Reap, aber ja, wir hätten immerhin noch ein paar Inhalte für 0 Euro, wie hier Rebirth Island-Pakete. Holt euch gerne hier Gratis-Bündel, die lohnt sich eigentlich immer, weil für 0 Euro geschenkt ein paar Embleme, warum nicht. Wegen den Operatoren, da wären auch nochmal neue mit dabei, die ich auch cool finde. Die könnt ihr dann im Nachhinein kaufen oder freischalten, weiß man leider noch nicht. Aber neue Operator werden mit am Start, natürlich hier im Hauptteam, natürlich wieder mehr wie im anderen Team. Ich weiß nicht, warum die Bösewichte immer so wenig Skins reinbekommen, aber naja, immerhin haben wir jetzt hier einen Operator dafür reinbekommen, nicht der Stitch, der auch schon angekündigt wurde. Und den könnt ihr dann bekommen mit dem Battle Pass, wenn ihr euch den kauft. Und ja, die Pakete, die ihr mit Echtgeld bekommen würdet, wären auch mit am Start. Und ja, meine Freunde, wir hätten auch wieder hier Raid mit am Start, eine bekannte Karte, gleich wie hier in Nuketown im Winter Design. Aber beide Karten kennt ihr ja schon, finde ich ein bisschen schade, wenn wir halt immer wieder die gleichen Karten reinbekommen. Ein Remake davon ist natürlich schön und cool, aber ich hätte gerne mehr weitere neue Karten wie hier Maul in the Pines. Die finde ich eigentlich komplett in Ordnung in Herrschaft oder Stellung, aber in TDM auch ein bisschen schade, weil die ist echt kacke aufgebaut. Gleich wie hier die Feuergefechtkarten hätten wir 4 Stück drin, dann für Bodenkrieg kommt noch eine neue rein und für Operation Dirty Bomb. Ich hätte mir aber noch mehr Content für den Multiplayer erwartet. Und Waffenpatch natürlich, da wurden ein paar Kleinigkeiten gemacht. Die AUG wurde runter genervt, weniger Reichweite, Feuerrate, weniger One-Hit und weniger Volltrefferschaden. Bei der AK und bei der Krieg haben die auch noch Änderungen vorgenommen. Allgemein auch bei ein paar anderen Waffen wie die Farmers, die wurde jetzt endlich stärker gemacht. Die FFAR hat ja einen echt heftigen Recoil momentan. Der wurde ein bisschen verringert, wir haben auch mehr Reichweite reinbekommen. Bei der LMG wurde nochmal hier die Mobilität erhöht minimal. Der Revolver hat nochmal mehr Feuerrate und Reichweite bekommen. Dann die Schrotflinten wurden runtergenervt, Sniper Rifle machen jetzt mehr One-Hit-Volltreffer und Oberkörpertreffer und viele, viele kleinere weitere Änderungen, die werde ich natürlich unten nochmal rein verlinken oder auf Deutsch übersetzen für euch. Und ja, noch Änderungen wie hier Stim wurde nochmal runtergenervt, weniger Regenerationsrate, dann Handgranaten und allgemein Splitterschutzweste wurden nochmal minimal verändert.
allgemein viele kleine Änderungen, aber ich finde, ganz ehrlich, in der Saison hätte ich mir mehr erwartet, erst recht auch hier im Update. Wir haben jetzt natürlich Warzone kombiniert bekommen mit hier Modern Warfare und Cold War mit den Waffen. Aber naja, darüber gerne mehr im nächsten Video. Wenn es euch aber gefallen hat, gerne hier einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Ich bin heute natürlich wieder live und ihr dürft gerne mitmachen. Wenn ihr noch neu vorbeischaut und ihr nichts mehr verpassen wollt über Call of Duty Cold War, gerne meinen Kanal abonnieren. Und an der Stelle, meine Freunde, haut rein und goodbye.